So, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Let's Test Folge hier im Train Simulator 2021 hier auf meinem Kanal. Und heute ist mal wieder was ganz Neues erschienen von 3D Zug. Und zwar, genau, für den ICE 4 von 3D Zug ist heute das Update erschienen. Genau, der ICE 4 Update von 3D Zug ist endlich draußen. Genau, und dann dachte ich mir, okay, vor Silvester zeige ich euch, also mache ich noch ein kleines Video. Also bevor ich euch noch nicht gesagt habe, frohes neues Jahr und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021. Genau davor, ich habe euch ja versprochen in der letzten Folge, dass ich für dieses Jahr nochmal eine Folge aufnehme. Genau, und ja, und heute zeige ich euch, ja, was sich alles bei dem Update geändert hat. Genau. Also von außen sieht man jetzt nicht so vieles, also sieht man eigentlich gar nichts. Gar keine Änderungen. Dann würden wir jetzt eher gleich ins Führerstand gehen. Genau. So, dann gehen wir ins Führerstand rein. Und wir sehen, ja, was hier alles neu ist, ne? Und endlich, was auch schon immer mein Wunsch war, Rollos wurden jetzt hinzugefügt. Ja. Genau. Endlich haben wir Rollos für das Fahrzeug und ja, was bei dem älteren Version nicht vorhanden war und was auch noch ganz neu ist, Ebola. Wir haben jetzt endlich ein Ebola hier in das Fahrzeug. Wir sehen, ich habe noch keine Ebola eingefügt. Gucke ich mal, wie man das machen kann. Ja, das war schon vorher vorhanden gewesen. Und das geile Feature, das kommt jetzt. Das, was ich euch auch noch zeigen wollte, wir können sogar die Bugklappe öffnen. Das ist doch geil, ne? Dass wir jetzt endlich die Bugklappe öffnen können. Genau. Was bei dem letzten Version auch noch nicht vorhanden war. Genau. Aber ich denke sogar in der Realität ist die Bugklappe nicht weiß. Die ist so schwarz, denke ich, oder keine Ahnung, was für eine Farbe sie in der Realität hat, aber naja. Aber auf jeden Fall haben wir eine Bugklappe und eine Siebenteiler-Version gibt es noch nicht. Das kommt dann, denke ich, in einem späteren Update. Aber wir haben schon mal eine Bugklappe, das ist schon mal gut. Weil die 412 hat, die hat ja auch eine Bugklappe. Genau. Und das Ganze können wir auch wieder schließen. Hier auf Bugklappe schließen klicken und dann, ja, geht die Bugklappe wieder zu. Jawohl, so geht das. Ja, lass mal die mal auf, weil in der Realität verkehren die ICE4er oder alle ICEs auch mal mit geöffneten Bugklappe. Also ein bisschen realistisch machen. Genau, ja. Ich denke, das habe ich euch alles schon erklärt. Oder zum Beispiel beim Fahrgastraum. Genau, gibt es ja diesen, ja, diesen Türarmination. Arminierung. Jetzt wurden auch noch die Türen von innen arminiert. Was ich auch sehr cool finde. Sogar haben wir jetzt auch Türsounds von innen. Was ich auch sehr gut finde. Können wir mal hören. Man hört sogar die Türsounds jetzt auch von innen. Genau. Jawohl. Ja, das Piepen ist immer noch zu laut. Aber hoffentlich wird das dann in einem Update noch gelöst. Aber sonst im Fahrgastraum wurde auch nicht vieles geändert. Ist ja auch noch, ja, wie wir es kennen.
Genau. So, jetzt gehen wir ins Führerstand. Rüsten wir unseren Zug mal auf. Was wollte ich jetzt anmachen? PZB, LZB und IFA. Genau, haben wir noch diesen ganzen. Türen geöffnet. Aha, jetzt habe ich in irgendeinen Knopf gedrückt. Jetzt sind die Türen sogar wieder aufgegangen. Genau, irgendwas ist da auch. Eine Türarmierung, was vorher nicht vorhanden war. Zum Beispiel irgendwo beim, ich denke, Wagen 6, ne? War das. Und Wagen 1, Wagen 14, keine Ahnung. Ich kann jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, was da alles gefixt wurde, ne? Aber auf jeden Fall schon einige Sachen. So. Schließvorgang eingeleitet. Schließvorgang eingeleitet. Führerraum besetzt. Genau. Genau, das sind die Sprachausgaben, die wir schon von den vorherigen Versionen kennen. So. Können AFB. wir auch einfach da draufklicken, dann geht die AFB schon an. AFB. Ja. Mehr kann man hier nicht machen. Aber vielleicht würden die ganzen Knöpfen, genau, mir Knöpfen, ja, genau, die ganzen Knöpfen hier im Displays, irgendwann noch alles, ja, kann man dann alles, wird auch alles noch animierbar. Mal gucken, vielleicht wird es noch irgendwann. Genau, ups, rotes Licht, so. Genau, Händen. Aber ich weiß gar nicht, ob man es auf dem Führerstand irgendwie auch noch die hintere Bugklappe öffnen kann oder nicht. Ich muss mal schauen. Nee, kann man eigentlich, denke ich, nur vorne öffnen. Wenn, dann müssen wir zum hinteren Führerstand gehen, aber mache ich jetzt nicht. Gut, ja. Dann sage ich mal, fahren wir jetzt gleich ab. Ups. Federspeicherbremse. Die Federspeicherbremse lösen noch. Achso, und an Makrosound soll ja auch noch was geändert sein. Für mich klingt das noch wie vorher. Also ich glaube, da hat sich. Also für mich hat sich da nichts geändert an Makro, aber. Aber kann sein, dass sich da was geändert hat. Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall geht jetzt ab. Also wir fahren jetzt. Genau, bis nach Altenburg. Das soll für die letzte Testfolge eigentlich schon ausreichen. Jawohl. Aber heute brauchen wir die Rollo nicht. Das Rollo nicht. Weil wir haben ja jetzt noch keine Sonne. Es ist ja noch früher Morgen. Siefahr. Genau, kann man das auch hell dunkel machen, aber ich lasse es lieber dunkel, sonst kriege ich ja noch Augenkrebs. Ja, weil. Zugbeeinflussung. Gibt's einen Schuss? Kann ich gerne ins Thumbnail machen? Warte. Das kann schön sein. Warte. Oh, das sieht schön aus. Das ist schön. Warte. So. Ah ja. Genau, so sieht's schön aus. Können wir dieses Thumbnail benutzen? Das als Thumbnail benutzen. Das sieht schön aus. Wenn man es so betrachtet. Genau. Wie wir hören können, hat sich an Sounds ja gar nichts geändert. Also was Motorsounds angeht. Genau.
kennen schon diese nervigen Sounds, was bei der Route mitgeliefert wird, ne? Aber man kann die Sounds auch deaktivieren, so wie ich gehört habe. Ich würde es wahrscheinlich auch bald machen, weil die sind ein bisschen nervig, die Sounds. Also ich würde sie wahrscheinlich bald deaktivieren, die Sounds. Genau. Weil die können, ja, die sind ein bisschen nervig, finde ich. Genau. Seit wann hören sich die Motoren beim ICE4 so an? Von innen? Das kenne ich aber nicht vom ICE4. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch in der Realität so. Ich bin nur zweimal mit dem ICE4 gefahren. Sonst bin ich eigentlich nicht mehr mit ihm gefahren. Ja. Genau, sonst von Fahrgastraum sieht ja alles noch dasselbe aus. Bleiben wir jetzt lieber hier im Führerstand. Achso, ich wollte auch noch gucken, ob man es auch von außen sieht, dass die Rollos unten sind. Gucken wir jetzt gleich mal, wenn wir wieder vom Tunnel raus sind, ob man es auch von außen sehen kann, dass die Rollos unten sind. Das ist hoffentlich auch noch mit animiert. Oh, das ist geil. Dass das Ganze sogar auch noch von außen mit animiert ist. Das ist schon geil. Genau, wenn es schon Rollos gibt. Also bei mir muss schon auch von außen zu sehen sein, dass die Rollos unten sind. Ja, weil es gibt schon welche Fahrzeuge hier im TS, wo man es nicht von außen sehen kann, dass die Rollos unten sind. Ja, das ist schon etwas schade bei den Fahrzeugen, aber gut, das ist 3D-Zug. Sie fahren. Auch noch das mit aminiert hat. Ja, und für mich macht das ICE4 fahren jetzt ja deutlich mehr Spaß als vorher, als die nicht geupdatete Version. Genau. Sie fahren. Aber ich vermute mal nicht, dass es das letzte Update war für den ICE4, da würden bestimmt noch welche kommen. Also der ICE4, ja, der passt schon auf die Strecke sehr gut. IKB. Also hier kann man sich schon ganz gut fahren. Na gut, mit dem ICE4 sind die Sounds von der Route jetzt nicht so nervig, also hier in der Tunnel. Ja, aber diese, ja, Sie fahren. Diese Schallschutzwände-Sounds und ja, und ja, die sind schon nervig. Ganz ehrlich. Okay, jetzt geht's gleich runter auf 100. Sie fahren. Okay, jetzt bremse runter auf 100.
Aber ich weiß nicht, wie man die Fahrpläne hier einfügen kann, weil ich glaube, mit dem Ebola-Helper von VR geht das. Ja, denke ich nicht. Zugbeeinflussung. LZB Ende. Zugbeeinflussung. Habe ich schon quittiert. SIFA. Ah, vielleicht wurde es auch noch im Fahrgastraum hinzugefügt, ja, dass man die Motorsounds jetzt im Fahrgastraum hört. Okay. Ja, man hört jetzt die Motorsounds im Fahrgastraum. Ja, das ist auch noch neu. Oh, 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 oh. Zugbeeinflussung. Runterbremsen, runterbremsen, runterbremsen. Super. Habe gar nicht darauf geachtet. Zugbeeinflussung. Okay, jetzt geht's runter auf 85. Schnell auf 85 runter, sonst gibt es eine Zwangsache. Wunderbar. Und muss man das jetzt auch bestätigen oder nicht? Zugbeeinflussung. Okay, anscheinend doch. Muss ich diesen Signal auch bestätigen. So, genau, so schnell sind wir schon in Altenburg. Ist auch gar nicht so weit von Bad Renkenburg bis nach Altenburg. So, dann bremsen wir schon mal. Genau, dann sind wir schon hier im Altenburg Hauptbahnhof angekommen. Und was ist eure Meinung zu dem ICE 4 Update? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, Delle. Dann sind wir hier im Altenburg Hauptbahnhof angekommen und ja, dann sage ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder und ich wünsche euch noch allen ein frohes neues Jahr. Und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021. Auch wenn es jetzt dieses Jahr, ja, leider keinen Böller gibt und Raketen gibt, weil es ja verboten ist. Ja. Wünsche ich euch allen trotzdem einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021. Und damit, ciao.